Liebe Schwestern und Brüder, in einer seiner schönen Ansprachen hat Benedikt der 16. einmal darauf hingewiesen, dass dieses Geschehen der Verklärung, wie wir im Deutschen sagen, oder vom Griechischen wäre es besser, von Metamorphose, von Verwandlung zu sprechen, dass dieses Geschehen ein Geschehen des Gebetes ist. Jesus begibt sich ganz ins Gebet. Und in diesem Geschehen des Gebetes Jesu zeigt sich, wer Jesus ist. Unser Evangelist, den wir in diesem Jahr hören, Markus, bemerkt nur kurz dieses Gespräch mit Mose und Elia. Der Evangelist Lukas merkt an, und sie reden über den Exodus, der Jesus erwarten sollte. Dieses Wort steht genau wörtlich dort bei Lukas. Das heißt, dieses Gespräch ist nicht eine zwanglose Plauderei mit den Zeugen des sogenannten Alten Testamentes oder mit wichtigen Zeugen der Geschichte Israels. Wichtige Propheten, ausgewiesene Menschen der Nähe Gottes und seines Zeugnisses für ihn, sondern dieses Gespräch hat eine Richtung. Sie reden über den Exodus. Das heißt, dieses Gebetsgeschehen, in das Jesus sich einlässt, in dem deutlich wird, wer er ist, Licht vom Licht, Gott von Gott, indem er sich nämlich ganz dem Willen Gottes gleich macht, sie reden über den Exodus, der Jesus in Jerusalem erwartet. Es ist der große Auszug der Menschheitsgeschichte, dem Jesus vorangeht, der endgültige Exodus. Jesus führt die Menschheit an in den großen Exodus aus dieser Zeit, aus dieser Welt hin zum Vater, hin zur Heimat. Das ist die große Bewegung, die größte Bewegung, der größte Exodus, den es je gab. Aber er beginnt in jedem von uns. Deshalb hat es so einen starken Eindruck offenbar gemacht auf den Apostel, der mit dabei sein durfte, Petrus. Und wir hören sein starkes Echo Jahrzehnte später. Wir haben das als Lesung gehört. Denn die Gefahr unseres Betens ist so oft, dass wir uns zwar versuchen zu versenken, aber doch gefangen bleiben in uns selber. Dieses Gebet hat da keine Richtung, sondern es kreist einfach. Und man meint dann noch, das sei ein Ideal, dieses Kreisen. Es ist aber kein Ideal. Christliches Beten hat eine Richtung. Christliches Beten ist Exodus, weil es hineingezogen wird in die Metamorphose, in die Verwandlung, die sich hier an Christus selber ereignet. Christus selber wird so verwandelt, dass man sieht, er ist Gott. Es ist eine vollkommene Übereinstimmung da und in diese Übereinstimmung zielt christliches Beten. Deshalb dieses starke Echo, wenn Petrus schreibt, wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt. In dieser Gefahr sind wir immer. Immer die Grundgefahr, dass man sich selber für klug hält, ist auch oft ein Irrtum, aber bei einigen mag das zutreffen. Aber es geht nicht darum, sich selber etwas auszudenken, selber um sich zu kreisen, sondern, wie Petrus sagt, wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Macht und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach, das ist mein geliebter Sohn. Die Grundlage unseres Betens muss also sein, auf diese Stimme zu hören. Diese Stimme in uns zu hören und sie uns vertraut zu machen. Wir beten nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern wir beten auf der Grundlage dessen, dass wir seine Stimme hören und kennen dürfen. Und das ist der Ausgangspunkt allen christlichen Betens, aller Verwandlung, unserer selbst wie der ganzen Welt. Dieses lichtvolle Wort, das den Sohn bestätigt, hier auf dem Berg der Verklärung, dieses lichtvolle Wort, das in uns aufgehen soll. Denn wenn wir nur bei uns selber bleiben, mögen wir uns noch so versenken irgendwohin, dann geht jener Morgenstern, von dem Petrus spricht, nicht auf. Aber das ist das Ziel, die Richtung, der Exodus, aus uns selber aufzubrechen, hin zu ihm. Und er hilft uns.
Wir werden zunehmend in dieses Licht hineingezogen, wenn wir uns seinem Wort anvertrauen, wenn wir von diesem Wort ausgehen, uns von diesem Wort führen und mitnehmen lassen. Denn dieses Wort ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, wie Petrus sagt. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.